Hey Leute, ich bin's Benny vom Aquapuristen-Kanal und ich habe jetzt öfter schon mal die Frage bekommen, warum sehen die Garnelen, die ich geschickt gekriegt habe oder von euch bekommen habe, gar nicht so bunt aus wie auf den Fotos, die da auf der Homepage sind. Teilweise ist es einfach nur Stress, weil die in dem Beutel normal unterwegs sind. Dann ist es da drinnen dunkel, da brauchen die sich auch gar nicht so stark auszufärben, als wenn da jetzt Licht drauf ist. Und dann gibt es natürlich noch andere Effekte. Da kann ich mal ein Video verlinken, dass sich natürlich die Neocaridiner auch umfärben können, je nach Umgebung, je nach Lust und Laune und manchmal eben zufällig, wo kein Mensch weiß, warum das jetzt genau so ist. Kann ich nicht sagen, konnte Stefan auch nicht sagen, warum das jetzt bei manchen so ist. Es gibt jetzt manche Stämme, das haben wir in dem verlinkten Video schon angedeutet, die das deutlich mehr machen als andere, zum Beispiel die gelben oder auch die Green Jade sind ganz extrem. Alles, was irgendwie grün ist, kann quasi von transparent bis dunkelgrün, da ist ganz viel Spielraum. Aber auch eigentlich super gefestigte und farbechte Stämme, sage ich jetzt mal, wie zum Beispiel, wir nehmen die Bloody Mary, die werden bei uns häufig gekauft. Und ab und zu kommt dann mal eine Anfrage, warum sind die so hell? Oder da sind ja welche dabei, die sehen so ein bisschen aus wie Redfire. Das kann ja gar nicht sein. Ja, das kann sein. Zum einen ist es so, dass, wie ich schon sagte, die auch eine Stressfärbung machen. Besonders wenn sie halt ein, zwei Tage unterwegs sind. Dann heißt das nicht, dass sie die ganze Zeit ihre schöne Farbe behalten. Es kann durchaus sein, dass sie deutlich transparenter werden. Dass dann gerade Männchen, die so eingelagerte Streifen haben, na, so ein bisschen aussehen dann wie Redfire. Auch bei jungen Tieren ist das häufig der Fall. Das ist schon der nächste Punkt. Wenn bei mir sehr viel gekauft wurde und ich jetzt bei einem Becken weiterfange, dann kann es natürlich auch vorkommen, dass ich vermehrt jüngere Tiere reinsetze. Das haben wir ja auch drinstehen von der Abgabegröße her. Das ist dann teilweise schon relativ klein im Verhältnis zu der Endgröße. Und es ist so, gerade bei den Weibchen, auch bei den Männchen, aber gerade bei den Weibchen ist es besonders auffällig, dass je größer die werden, desto kräftiger wird die Farbe. Und wenn ich jetzt natürlich Jungtiere habe, vielleicht habt ihr das bei der einen oder anderen Garnele schon mal gesehen, dass die fast transparent als Jungtiere sind und je größer sie werden, desto kräftiger werden sie. Das heißt, wenn ich jetzt relativ junge Tiere einpacke, dann kann es halt sein, dass die auch einfach noch gar nicht so weit ausgefärbt sind, wie sie vielleicht wären, wenn sie dann noch 2 Zentimeter größer wären. Das ist der eine Punkt. Zum anderen, wie gesagt, die Umgebung macht einen riesen Unterschied. Ich habe dann mal so eine Art Experiment gemacht. Einmal die Yellows, wie gesagt, die sind dafür bekannt, dass sie mehr oder weniger Chamäleons sind. Die habe ich einmal hier in den Becken. Da ist kein Bodengrund drin. Die haben da zwar ein bisschen Süßwassertank zum Verstecken, aber das Becken ist sehr hell. Kein Bodengrund, wie gesagt, also da auch nichts großartig zu verstecken, abgesehen von diesem Moos. Also Süßwassertank ist eigentlich kein Moos. Und die sind super hell. Alle. Also die Tiere, die ich reingesetzt habe, das hat 2, 3 Tage gedauert, dann waren die hell. Und die Nachkommen von denen sind auch super hell. Jetzt habe ich ein anderes Becken. Da habe ich quasi die identischen Tiere, sprich Geschwister von denen, die ich halt in das Becken reingesetzt habe. Das waren ja eine Gruppe, die habe ich aufgeteilt. Eine Gruppe quasi in dieses helle Becken und eine Gruppe in das dunkle Becken. Das ist jetzt hier bei den Erbsenkugelfischen. Das ist dunkler Bodengrund, nicht allzu stark beleuchtet. Da sind viele Pflanzen drin, da waren auch ein paar Wurzeln, sodass am Anfang sogar noch ein bisschen Huminstoffe da drin waren, sodass das Wasser auch noch ein bisschen abgedunkelt war. Und das ist Tag und Nacht der Vergleich. Ne? Also wir haben hier auf der einen Seite in dem dunklen Becken kräftig gefärbtes Gelb, wirklich typische, wunderschöne gelbe Tiere. Der Rückenstrich, der leuchtet da richtig. Wenn man bei dem hellen Becken, ja, da sind das quasi transparente Tiere mit Rückenstrich. Also das ist, da kann man schon teilweise an die White Pearls denken, wenn man wirklich nur ein helles Männchen mit Rückenstrich hat. Das gibt es manchmal bei den White Pearls genauso, dass da eben solche Tiere bei auftreten. Also überhaupt kein Vergleich. Wenn man das jetzt sagen würde, das ist ein und das gleiche Tier, dann würden viele Kunden sagen, das kann ja wohl nicht sein. Und ich habe es jetzt noch nicht ausprobiert, ich habe das vor, deswegen läuft ja dieses Becken da, dass ich die Nachkommen von denen jetzt wieder in ein dunkles Becken setze und schaue, ob die auch genauso wieder nachdunkeln. Ich gehe ganz stark davon aus, aber was bedeutet das jetzt? Naja, wenn ihr jetzt, also keine Angst, aus diesem Becken habe ich noch keine Tiere verkauft und habe ich jetzt aktuell auch nicht vor, aber wenn ihr jetzt Tiere von mir bekommt, die relativ, oder von uns bekommt, die dann relativ hell sind, dann kann es natürlich sein, dass die, wie gesagt, durch den Transport ein bisschen Stress hatten, sich ausgefärbt haben und dann im neuen Becken schauen, geht es uns hier so gut, sind wir hier so dunkel und oberflächenadaptiert, wie auch immer, färben wir uns hier so aus oder bleiben wir halt einfach transparent? Jetzt nicht ganz transparent, aber eben nicht so farbig, wie man das eigentlich gerne hätte.
Und da habe ich natürlich keinen Einfluss drauf, wie jetzt euer Becken aussieht und wie die gerade den Transport überstehen. Also überstehen tun wir es in der Regel. Und wie gesagt, wenn sie dann in ein ähnliches Becken kommen wie vorher, dann färben die sich auch wieder aus. Überhaupt keine Frage. Es ist ja auch nicht jeden Tag, dass wir irgendwelche Beschwerden kriegen oder so. Die allermeisten Kunden spiegeln uns ja auch, dass sie sagen, ja, wunderschöne Farbe, alles wunderbar. Das heißt ja für mich schon, dass in den allermeisten Fällen die Tiere sich dann auch im Becken des Kunden wieder ausfärben. Aber ab und zu kann es eben vorkommen, dass sie auf Becken treffen, die halt nicht so optimal sind. Das möchte ich jetzt mal so in den Raum stellen. Es muss nicht immer so sein. Wie gesagt, es kann auch sein, dass die gerade, warum auch immer, sich nicht ausfärben. Ich habe da auch teilweise solche Becken gehabt, wo ich mir nicht erklären konnte, warum die eben nicht so dunkel sind wie ihre Geschwister in einem anderen Becken. Da steckt man manchmal nicht drin. Genau, und gerade bei den Bloodies, das ist jetzt hier der zweite Vergleich, da ja, kommt das schon mal vor, dass ich dann ein Becken habe, wo die wirklich tief weinrot sind. Auf dunklem Grund, auch hier mit Vergesellschaftung und so weiter. Das war jetzt hier das Experiment mit den Halbschnabelhechten, was gut funktioniert hat. Also die haben sich super vermehrt, die Bloodies, und die Halbschnabelhechte haben die nicht gefressen. Und dazu, ja, auf hellem Grund, wenig versteckt, auch die haben sich beide, ne, sind auch wieder Geschwister, haben sich auch beide stark vermehrt. Jeweils auf die Beckengröße natürlich angepasst. Aber es ist überhaupt kein Vergleich. Auf dem hellen Grund, da sehen die fast orange aus. Man sieht, ich habe hier mal eine Aufnahme von einem Elterntier, also quasi Vater und Tochter. Man sieht, die Alten haben in dem Fall größtenteils die Farbe behalten. Das muss aber überhaupt nicht so sein. Ich habe auch Becken, wo ich die Bloodies reingesetzt habe, die dann eben ihre Farbe teilweise verloren haben, also deutlich schwächer geworden sind. Und ja, die ganzen Jungtiere hier gehen eher ins Orange, sind nicht mehr so dunkel. Ich habe auch einige, ja, Züchterkollegen, kann man sagen, die dann sagen, ja, Bloodies muss man ganz stark selektieren. Ja, muss man sicher. Aber diese Aussage, helle Bloodies, das ist ein schlechter Stamm, das kann ich definitiv nicht sagen, weil genau von diesen hellen Tieren, wenn ich die eben wieder umsetze, werden die wieder dunkel. Also das habe ich schon mal gemacht. Werde ich in dem Fall vielleicht nochmal machen und dokumentieren. Wenn euch das interessiert, schreibt es gerne in die Kommentare. Dann würden wir quasi ein Experiment daraus machen, diese hellen Tiere nochmal auf dunkel zu setzen. Ist vielleicht gar nicht verkehrt. Aber ich wollte euch das einfach nur nochmal sagen, wenn da nochmal so eine Frage kommt, dass ihr schon mal gesehen habt, oder wenn ihr ein Paket auspackt und sagt, die sehen gar nicht so bunt aus, wie ich mir das vorgestellt habe, dann gebt denen gerne mal ein bisschen Zeit. Es kann sein, oder ich will es euch für euch hoffen, dass diese Tiere sich noch ausfärben. Und je älter sie werden, desto kräftiger werden die dann auch. Ja, in dem Sinne, schreibt mir gerne nochmal in die Kommentare, ob ihr sowas schon mal festgestellt habt, dass sie sich von einem Becken ins andere komplett umgefärbt haben. Wir hatten ja, wie gesagt, schon mal das Video dazu. Und in dem Sinne, ciao, bis zum nächsten Mal.